Welche Anforderungen müsste das perfekte Laptop-Business haben? Vieles haben meine Kunden mir gegeben und daraufhin oder diese Seminarteilnehmer im Großen, ein Teil des VIP-Clubs, der mittlerweile 3000 Mitglieder hat. Und daraufhin sind folgende Anforderungen ausgearbeitet worden. Sagen wir es mal so. Punkt 1, was die meisten mir genannt haben, und zwar überwältigend, das haben über 90% angeklickt, nur Laptop und Internetanschluss. Sie wollen kein Büro, sie wollen keine Angestellten, etc. Es muss einfach und schnell funktionieren. Die meisten scheitern tatsächlich, Punkt 1, eigentlich zuerst mal an der Umsetzung, weil sie nur konsumieren und wieder konsumieren und noch das 5. und 6. E-Book und den 11. Videokurs kaufen, aber nie umsetzen. Und dann habe ich gefragt, warum setzt ihr eine? Ja, ich bleibe da an der Stelle, FTP und da und ja, auf einmal muss ich ein Plugin für SEO installieren und dann habe ich keinen Bock mehr. Punkt 1, eigentlich müsste man dieser Person sagen, weißt du was, Business ist für dich nichts, mach Arbeitnehmer, geh arbeiten. Wer an einem kleinen Sandhügelchen hängen bleibt, für den ist Business nichts. Muss man ganz ehrlich sagen. Da kommen Berge irgendwann auf euch zu, die ihr wegräumen müsst. Und wer den Sandhügel nicht schafft, der sollte schon vorher aufhören. Gut, weiter. Maximal 4 Stunden am Tag arbeiten. Es geht nicht darum, gar nichts mehr zu arbeiten oder 4 Stunden die Woche, sondern wir gehen von 4 Stunden am Tag aus. Und, aber, trotzdem, wie auch immer, wollen wir 1500 Euro die Woche verdienen. Das ist so ein Schnitt. Ja? Die haben viel, also meist angeklickteste war halt 5500 Euro. Ich habe es jetzt hier nur mal aufgerundet. Aber die meisten haben angeklickt, warum auch immer. Ich denke, das kommt aus dem Arbeitnehmerdenken, wie auch immer, raus. 5500 Euro haben 72% angeklickt. Weiter geht's. Kein eigenes Produkt, kein Kundenkontakt. Der Punkt, der ist von mir. Der war gar nicht in der Umfrage drin. Aber der Punkt hat mich verrückt gemacht im letzten Jahr. Weil ich aber zu viel gemacht habe, bin ich ganz ehrlich. Nächste. Keine eigene Webseite, kein E-Mail-Marketing. Also hier habe ich schon langsam die Befürchtung gehabt, ich schaffe das gar nicht, irgendwas in die Richtung auf die Beine zu stellen. Und ich sage auch klipp und klar, nach wie vor auf meinen Seminaren, E-Mail-Marketing ist ein Riesenhebel. E-Mail-Marketing kann dich reich machen. Da sind wir wieder bei den Zahlen, die Pascal oder Jack oder wer auch immer erreicht. Aber es war der Wunsch der Leute, kein E-Mail-Marketing. Weil auch hier würde ich jetzt behaupten, nicht 87, nicht 90, auch nicht 93, sondern 99% haben Probleme, eine richtige Werbe-E-Mail zu schreiben. Ja, die richtig knallt, die richtig Umsatz macht. Kopieren können wir alle, haben wir heute Morgen schon gehört, kopieren ist nicht gut. Man muss seinen eigenen Stil finden, da haben viele Probleme. Leicht prüfbar und sofortige Erfolge, das wird immer besser. Ohne Facebook, Twitter und Co. Keine Grafikerstellung, kommt von mir, ich bin Grafik-Legastheniker. Also, das von mir auf der Folie. Kein Branding. Es ist unglaublich, wie viele Leute Erfolg haben möchten, im Internet ihr Geld verdienen möchten und nicht ihr Face zeigen wollen. Keinen Facebook-Account, keinen Twitter-Account oder zumindest ein Bild kaufen und ja eine andere Person darstellen, das ja nicht, um Gottes Willen, nicht einen Freund mitbekommt, der zufällig in Facebook guckt, was ich da tue. Eigentlich musst du auch dem sagen, Business ist für dich passé. Geh zu Bosch, geh zu wohin, Quelle, wo auch immer und geh da als Arbeitnehmer arbeiten. Aber das sind nun mal die Anforderungen. Und jetzt kommt das richtig Coole. Wir wollen ja noch 4 Stunden am Tag arbeiten, aber aussourcebar muss es sein. Ja, ich find, irgendwie finde ich das Wort doch cool. Outsourcebar. Oder Pascal, das Wort ist cool. Deswegen habe ich dich nicht angesprochen. Outsourcebar muss es sein. Punkt. Unmöglich.
Unmöglich, oder Andi? Würde einer sagen, das ist möglich? Hand hoch. Okay, du hast Vertrauen. Du hast Vertrauen in mich, Sabine. Es ist möglich, alle diese Punkte zu erfüllen.